Wer kennt es nicht? Man steht mal wieder vor der Haustür und findet den Haustürschlüssel nicht. Genau das ist mir in den Ferien passiert. Und zu meinem Pech musste ich 2 Stunden im Regen warten, bevor meine Eltern nach Hause kamen. In dieser Zeit habe ich mir überlegt, wie praktisch es wäre, seine Haustür ohne Schlüssel öffnen zu können. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe direkt ein bisschen nachgeforscht. Mir ist da ein ganz besonderes Bild ins Auge gestochen, als ich mit meiner Recherche begonnen hatte. Eine Tür, die man mit seinem Finger öffnen kann. Das wäre doch wirklich cool. Aber wie funktioniert denn so ein Fingerabdrucksensor? Dies werden wir in den kommenden Minuten herausfinden. Dafür gucken wir uns erst einmal die Besonderheit eines Fingers an und erarbeiten uns dann Schritt für Schritt die Funktionsweise eines Fingerabdrucksensors, um dann der Frage, wie sicher ist ein Fingerabdrucksensor im Vergleich zu anderen Sicherungssystemen, auf den Grund gehen zu können. Für den Fingerabdrucksensor benötigen wir, na klar, einen Finger. Aber es soll ja nicht irgendein Finger die Tür öffnen, sondern genau euer Finger. Euer Finger ist nämlich einzigartig, wie jeder andere auf der gesamten Welt auch. Schaut euch nun mal eine eurer Fingerkuppen an. Dort erkennt ihr Linien. Diese Linien heißen Papillarleisten. Und genau die machen euren Fingerabdruck so einzigartig. Schauen wir uns diese Papillarleisten mal an. Sie bilden sich 3 Monate vor der Geburt, also noch im Mutterleib. Sie beginnen sich von 3 verschiedenen Standpunkten an auszubreiten. Vom oberen Rand, von der Mitte und vom unteren Rand der Fingerkuppe. Von dort aus breiten sie sich wellenartig aus, also immer eine Papillarleiste nach der anderen, wie es hier auf dem Bild dargestellt ist. Die Papillarleisten der 3 verschiedenen Standpunkte treffen dann zusammen und bilden ein ganz individuelles Bild. Faktoren wie Länge, Breite und Form der Fingerkuppe sind dafür ausschlaggebend. Aber auch der Abstand, mit dem die Papillarleisten wachsen, ist unterschiedlich. Dadurch entsteht dann ein ganz individuelles Muster. Es ist individuell, aber nicht willkürlich. Es gibt nämlich 3 Grundmuster. Wirbel, Schleifen und Bögen. Diese Grundmuster kann man in den meisten Fingerkuppen grob erkennen. Ich beispielsweise habe ein Bogenfingerabdrucksmuster. Diese Muster muss der Fingerabdrucksensor natürlich erkennen können. Es gibt wieder 3 verschiedene Arten von Fingerabdrucksensoren. Der gebräuchlichste heißt kapazitiver Fingerabdrucksensor. Daneben gibt es noch den optischen Fingerabdrucksensor und den Ultraschall-Fingerabdrucksensor. Wir schauen uns jetzt den kapazitiven Fingerabdrucksensor an. Weshalb er jetzt genau kapazitiver Fingerabdrucksensor heißt, klären wir später. Die Fläche, auf der man den Finger auflegt, besteht aus ganz, ganz vielen, ganz, ganz kleinen Kondensatoren. Und auf so einen Kondensator zoomen wir jetzt rein. Wir erkennen einen Stromkreis, der nicht geschlossen ist, an den beiden Enden zusätzlich 2 Platten verbaut sind. Der Strom fließt immer von Minuspol zum Pluspol. Also kommt er an der von euch aus gesehen rechten Platte nicht mehr weiter, bis man den Finger auflegt. Der Finger ist nämlich leitfähig, nimmt einen Teil des Stroms auf. Also jetzt keine Angst, ihr werdet dadurch keinen Stromschlag bekommen. Ihr merkt das gar nicht. Es reicht jedoch aus, um die Kapazität des Kondensators zu ändern. Und die Kapazität wird zum Messen von Energie verwendet. Und Strom ist ja eine Energieform. Wenn nun also die Kapazität sinkt, wird dies von einem Mikrochip wahrgenommen. Und der Fingerabdrucksensor heißt kapazitiver Fingerabdrucksensor, weil er halt mit der Kapazität von so vielen Kondensatoren arbeitet. Wichtig ist hierbei im Hinterkopf zu behalten, dass nur die Kapazität von Kondensatoren sinkt, die direkten Kontakt zur Haut haben. Die Kapazität der Kondensatoren, die in den Tälern liegen, ändert sich nicht. Denn wo es Berge gibt, die Papillarleisten, muss es ja auch niedriger gelegene Stellen geben, die Täler. Der Mikrochip erstellt daraus dann ein Bild. Dies kann in etwa so aussehen. Jedes hier dargestellte Quadrat stellt einen Kondensator dar.
Die orangenen Quadrate stellen einen Kondensator dar, auf dem eine Papillarleiste lag. Nur, dass in dem richtigen kapazitiven Fingerabdrucksensor jedes da dargestellte Quadrat nochmal in 30 kleinere Quadrate aufgeteilt wird und die sich natürlich auf einem viel kleineren Raum finden. Der Fingerabdruck, der die Tür öffnen soll, wird durch einen Scan im Mikrochip gespeichert. Kleinere Abweichungen, wie zum Beispiel durch einen kaputten Kondensator oder die Tatsache, dass man den Finger mit mehr oder halt weniger Druck auf den Fingerabdruckscanner legen kann, toleriert das System. Die tolerierten Abweichungen sind je nach System unterschiedlich. Dazu muss der Mikrochip noch Positionsverschiebung erkennen, da du den Finger nicht immer auf die exakt gleiche Stelle legen wirst. Manche Fingerabdrucksensoren gehen sogar noch weiter und kalkulieren die Neigung des Fingers ein, um es dem Benutzer noch bequemer zu machen. Das hört sich ja jetzt erstmal danach an, als wäre der kapazitive Fingerabdrucksensor die Lösung für alles. Nun ja, wie bei vielen Sachen im Leben, hat auch er seine Nachteile. Zum Beispiel funktioniert er in Kontakt mit Wasser nicht mehr so gut, da Wasser, genauso wie die Haut, leitfähig ist und einen Teil des Stroms aufnimmt. Die Kondensatoren, auf denen Wasser sich befindet, werden vom Mikrochip also als Teil des Fingerabdrucks wahrgenommen. Und das verfälscht natürlich den Fingerabdruck. Dazu ist er nicht hitzebeständig. Jetzt wissen wir, wie der kapazitive Fingerabdrucksensor funktioniert und was seine Nachteile sind. Als nächstes schauen wir uns seine Sicherheit an. Der kapazitive Fingerabdrucksensor hat den Vorteil gegenüber einem PIN-Code, dass er nicht einfach mit ein bisschen Herumgespiele oder auch Glück zu knacken ist. Jedoch findet man bereits auf YouTube eine Anleitung, wie man den kapazitiven Fingerabdrucksensor hacken kann. Dafür benötigt man den Fingerabdruck auf irgendeinem Objekt. Da reicht zum Beispiel dieses J von Jugend präsentiert schon aus. Hier habe ich jetzt meinen Finger raufgelegt und auf diese Stelle müsste ich jetzt eine spezielle Flüssigkeit auftragen und wenn die getrocknet ist, hätte ich dann so einen gefälschten Fingerabdruck. In Sachen Sicherheit ist der moderne Fingerabdrucksensor, also dem altbewährten Schlüssel, noch deutlich unterlegen. Fassen wir nun noch einmal zusammen. Der Fingerabdrucksensor arbeitet mit vielen kleinen Kondensatoren. Wenn so ein Kondensator in Kontakt mit der Haut kommt, wird dies von einem Mikrochip wahrgenommen. Dieser vergleicht dann das Bild, was er daraus erstellt, mit dem eingespeicherten Bild. Die Frage, wie sicher ist der Fingerabdrucksensor im Vergleich zu anderen Sicherungssystemen, muss derzeit noch mit noch nicht so sicher beantwortet werden. Jedoch gibt es neue Techniken, mit denen man lebendes Gewebe, wie zum Beispiel von meinem Finger, von einem gefälschten Fingerabdruck unterscheiden kann. Es gibt also berechtigte Hoffnung, dass ich bald nicht mehr 2 Stunden im Regen ohne Schlüssel stehen muss. Dankeschön.